Riesenschock bei den Grünen. Die gesamte Parteispitze tritt geschlossen zurück. Dies verkünden die Co-Vorsitzende Ricarda Lang und Omid Nuripur auf einer Pressekonferenz in Berlin. Das Wahlergebnis am Sonntag in Brandenburg ist ein Zeugnis der tiefsten Krise unserer Partei seit einer Dekade. Wir haben heute im Bundesvorstand entschieden, es ist Zeit, die Geschicke dieser großartigen Partei in neue Hände zu legen. Es braucht neue Gesichter, um die Partei aus dieser Krise zu führen. Sie können sich vorstellen, dass diese Entscheidung uns nicht leicht fällt, aber sie treffen sie aus Überzeugung. Tage zuvor trifft Bild Omid Nuripur nach der Landtagswahl in Brandenburg. Zu diesem Zeitpunkt sind die Grünen noch im Landtag vertreten. Doch ihre Position ist äußerst wackelig. Sollen wir mal eine Party feiern? Brauchen wir heute nicht, weil wir kommen von anderen Zahlen und wollen auch wieder in andere Höhen hinaus. Werden die Grünen mit der FDP noch mal reden, dass man sich noch mal unterhaken soll und die Ampel schön durch die Zeit trägt? Wir haben sehr viel Gutes miteinander in dieser Koalition hinbekommen und das auf offener Bühne mit sehr überflüssigem Streit zerredet. Ich habe ein Jahr gesagt, wir werden den Streit schon abstellen. Dann habe ich ein Jahr gesagt, wir müssen den abstellen. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht mehr, ob wir es noch können. Entscheidend ist, dass wir materiell was auf die Beine stellen weiterhin und das Land voranbringen. Auf die Harmoniegeschichte, die ich nicht mehr erreichen kann, werde ich wohl verzichten müssen. Wir lassen uns überraschen. Herzlichen Dank. Danke.